Ich bin immer noch so schlaflos in der Schwangerschaft. Jetzt hast du mir schon gesagt, Maike, woran das liegt. Und jetzt brauche ich dringend deine Tipps, was ich dagegen machen kann. Hallo, mein Name ist Maike Droste. Ich bin Physiotherapeutin und Fitness- und Life-Coach für Frauen vor und nach der Geburt. In diesem Video erfährst du meine besten Tipps, was du gegen die Schlaflosigkeit in der Schwangerschaft machen kannst. Viel Spaß bei diesem Video. Hier kommen meine besten Tipps, was du gegen die Schlaflosigkeit in der Schwangerschaft machen kannst. Tipp Nummer 1. Gehe über Tag an die frische Luft und bewege dich. Du glaubst gar nicht, das macht am Ende unglaublich müde, so dass du auch in der Nacht besser schlafen kannst. Das ist auch der erste Tipp, weil ich den unterschätzt habe und als ich ihn genutzt habe, viel, viel besser schlafen konnte. Tipp Nummer 2. Nimm leichte Kost zu dir. Wenn du Fastfood zu dir nimmst, schwere Kost und so weiter, bedeutet das, dass dein Körper sehr viel Energie da reinbringen muss. Und abends im Bett sehr wahrscheinlich da auch noch zu viel im Magen liegt und der einfach nicht zur Ruhe kommt, dein Körper, weil er immer noch mit der Nahrung beschäftigt ist. Tipp Nummer 3. Vor dem Schlafengehen möglichst lange nichts mehr essen. Ich lebe sowieso gerne in dem 16-8-Prinzip, das heißt, dass ich 8 Stunden esse und 16 Stunden nicht. Das bedeutet, dass man früh genug Abendbrot isst und dann einfach wirklich dem Körper die Zeit gibt, damit zu arbeiten und bevor du ins Bett gehst, mit der meisten Menge schon fertig zu sein, beziehungsweise vielleicht sogar schon fertig ist. Du wirst merken, wie erholsamer der Schlaf ist, wenn du nicht mehr in dem größten Verdauungsprozess bist. Tipp Nummer 4. Was mir zum Beispiel gut geholfen hat, wenn ich gemerkt habe, dass ich in diesen vielen Gedanken verhangen war, dass ich einfach aufgestanden bin, raus aus dem Bett und dann zugesehen habe, dass ich mich abgelenkt habe. Perfekt ist es, wenn du sogar irgendwas Lustiges hast, was du in deinen Kopf reinbringen kannst, damit diese Sorgen und diese Albträume und alles, was dir so im Kopf rumschwirrt, einfach überhaupt keine Chance mehr hat. Wichtig ist natürlich auch, dass du dadurch, dass du rauskommst aus dem Bett und wieder klarer mit den Gedanken bist, dass du merkst, dass diese ganzen Sorgen total unwichtig sind, nicht richtig sind und dass du natürlich als Mutter genau gut vorbereitet bist und alles richtig machen wirst. Tipp Nummer 5. Das sind die sogenannten Hörspielkassetten. Und ja, du hast richtig gehört, das nutze ich bis heute immer noch. Das habe ich irgendwann mal in einer Krankheitsphase schon vor den Schwangerschaften rausgefunden, dass das unglaublich hilft, weil du liegst einfach im Bett und du kannst dich so berieseln lassen. Und hierbei ist bei mir aufgefallen, dass Kindergeschichten am besten sind. Wenig Charaktere, wenig Geschichte, leichte Kost, wiederum leichte Kost, leichter zu verarbeiten. Und das bedeutet, dass ich zum Beispiel damals meine ganzen alten Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen Kassetten rausgeholt habe und heute auch von meinen Kindern schöne CDs nehmen könnte, um wirklich zu sagen, oh, ich kann schlecht einschlafen. Also nehme ich mir eine Kassette oder eine CD heraus. Tipp Nummer 6. Ganz wichtig. Wir haben oft unsere Laptops, unsere Fernseher und die Handys noch sehr lange an der Hand bzw. an. Du musst wissen, dass in diesen ganz neuen Lichtern, auch die, die wir in unseren Lampen haben, ein hoher Blaulichtanteil ist. Das ist völlig unphysiologisch, wenn das abends noch auf uns einprallt. Das sorgt nämlich für einen gewissen Hormonschub, der dich wach hält. Und eigentlich ist das über Tag nur in der Sonne über Tag und abends kommt ein Rotlichtanteil rein und der bewirkt, dass wir eine andere Hormonausschüttung haben und dadurch müde werden. Wenn du also dein Handy, dein Fernseher, dein Laptop abends noch ganz normal eingestellt hast oder überhaupt anhast, dann wird dein Hormonhaushalt auf wach getrimmt. In den meisten Geräten gibt es schon einen Nachtmodus. Das heißt, dass du diesen gelblichen Anteil in dem Bildschirm einstellen kannst. Ich mache das oft schon so gegen 8, weil dann würde ja auch in der Natur langsam die Sonne untergehen. Noch besser ist natürlich, du schaltest das Ganze ab. Beim Mensch ärgere dich nicht spielt, passiert das zum Beispiel nicht. Und in den Lampen an der Decke, wie gesagt, ist es das Gleiche. Die Glühbirne hatte den Rotlichtanteil. Alles, was wir heute reinschauen, Blaulichtanteil. Solltest du es angenehm finden, im Kerzenlicht zu sitzen, dann mach das auch einfach mal. Denn das ist wirklich das Licht, was du brauchst, um runterzufahren. Rein hormonell schon. Tipp Nummer 7. Das hat mich jetzt überhaupt nicht selber betroffen, denn ich bin überhaupt kein Kaffeetrinker. Für mich ist das kein Nahrungsmittel, Getränkemittel, was ich in meinem Körper haben möchte. Solltest du aber, obwohl du schwanger bist, immer noch Kaffee trinken, dann auf der einen Seite
guck dir gerne mal meine Videos an, kann ich mal in der Infobox verlinken, wo es auch um Ernährung und so weiter geht. Kaffee hat sowieso nichts für dich. Alles, was du zu dir nimmst, ist auch für dein Kind nichts. Aber das Schlechteste, was du natürlich bei der Schlaflosigkeit machen kannst, ist, dass du abends noch Kaffee trinkst. Das heißt, wenn schon, an den frühen Stunden des Tages und zum Abend hin auslaufen lassen, dass es rauskommt und dass du wirklich aufgrund dessen schon besser schlafen kannst. Tipp Nummer 8. Passt zu dem, was ich vorhin schon erzählt habe, such dir eine gemütliche Liegeposition. Ich kann mich noch erinnern, als der Bauch dann ganz groß war, dann habe ich das gerne so gemacht. Auf der einen Seite war so ein Seitenschläferkissen, so eine lange Wurst. Da habe ich dann, weil mein Bauch nicht mehr rumging, mein Bein so draufgelegt. Und das war schon mit unter der Decke. Und wenn ich nicht mehr so liegen konnte, habe ich mich auf die andere Seite gelegt. Da wusste mein Mann schon, dass er so liegen muss, dass ich da mein anderes Bein drauflegen konnte. Also ich habe mich wirklich mit diesem Seitenschläferkissen und mit meinem Mann so immer auf die Seite legen können. Und dadurch fand ich das total interessant. Also ich konnte wirklich bis zur Geburt so eigentlich ganz gut liegen. Tipp Nummer 9. Auch was ganz Angenehmes. Lass dich doch mal massieren. Schön ist natürlich in den Abendstunden. Und wenn dein Partner oder wer auch immer dich massiert, dass er dich wirklich entspannt massiert. Es soll nicht wehtun, es soll dein Muskeltonus, also die Spannung, runternehmen. Das heißt, dass dein ganzer Körper mehr in einen Entspannungsmodus kommt und dadurch anschließend das ganz Runterfahren zum Einschlafen viel leichter wird. Tipp Nummer 10. Rede schon tagsüber über deine Sorgen, Gedanken und über alles das, was dich nachts sonst immer beschäftigt. Du wirst sehen, wenn du es laut aussprichst, wenn auch die Antworten von deinen Freunden, von deiner Familie kommt, dass der Wert von jeder einzelnen Sorge gar nicht mehr so groß ist. Du wirst sehen, dass es viel einfacher ist, mit den Gedanken nachts klarzukommen, beziehungsweise, dass sie gar nicht mehr so aufkommen. Das hat zum Beispiel auch bei mir sehr gut geholfen. Man muss nur einmal den Punkt überwinden. Du bist nicht Mischugge, du bist schwanger und dein Hormonhaushalt sorgt dafür, dass du dir Gedanken machst, wo du nie dachtest, dass das mal bei dir passieren würde. Tipp Nummer 11. Führe Entspannungsübungen ein. Sorge dafür, dass du wirklich Übungen findest, die du wirklich durchführen kannst, damit dein Körper mal zur Entspannung kommt, damit dein Kopf mal runterfahren kann und so weiter. Wenn du dann den Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das auf jeden Fall, denn es werden zu diesem Thema so viele Videos kommen und ich möchte dich wirklich dabei begleiten und dafür sorgen, dass du eine schöne Schwangerschaft hast. Und Entspannungsübungen gehören auf jeden Fall dazu. Tipp Nummer 12. Passend zu den vorherigen Punkten gehört natürlich die gesunde Ernährung. Dass du wirklich hohe Nährstoffdichte hast und möglichst wenig Mülldeponien im Körper einlagerst. Das ist für dich gut und für dein Kind. Und natürlich, dass du an dein Magnesium denkst, dass du an genug Wasserzufuhr denkst. Denn wenn du genug Wasser in den Körper reinbekommst, dann passiert dir das zum Beispiel auch nicht so schnell, dass du nachts die Wadenkrämpfe hast. Weil das haben nämlich auch sehr viele Schwangere. Tipp Nummer 13. Wie ich schon sagte, ist viel Wasser trinken wichtig. Doch das solltest du möglichst am Anfang des Tages machen. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als im Bett zu liegen und zu merken, die Blase füllt sich. Oder du konntest endlich schlafen und dann wirst du wach, weil deine Blase dann voll ist. Hör früh genug auf mit dem Trinken, sorge aber schon dafür, dass du genug Flüssigkeit bekommst und dass das meiste dann vorm Zu-Bett-Gehen schon raus ist. Und du wirst merken, dass auch dadurch dein Schlaf viel entspannter ist. Tipp Nummer 14. Schlafe in einem gut gelüfteten Zimmer. Das bedeutet, dass du so ungefähr am besten bei 18 Grad bist, dass viel Sauerstoff da drin ist und dass nicht so eine durchgelebte Luft da einfach herrscht. Du wirst spüren, alleine dadurch, dass der Sauerstoffgehalt schön ist, aufgefüllt ist, kann dein Körper ganz anders runterfahren und dein Energielevel wird durch die Stunden, die du schläfst, viel mehr aufgeladen, als wenn du, wie gesagt, diese olle durchgepupste Luft hast. Tipp Nummer 15. Ich weiß, Schlaflosigkeit ist total nervig, aber wenn es irgendwie geht, lass die Schlafmittel weg. Auch bei pflanzlichen Sachen, frag immer zuerst den Arzt. Und du hast jetzt hier wirklich 14 Tipps, die du erstmal verfolgen kannst, bevor du irgendwelche Medikamente nimmst. Denn egal, wie man das hin und her dreht und egal, was andere sagen, am Ende ist das, was du einnimmst, so wie du lebst, auch immer für dein Kind da. Es kommt immer an. Und wenn es auch nur ein ganz bisschen ist, ein ganz bisschen Schlafmittel für so ein kleines Lebewesen ist doch eigentlich schon zu viel. Und ja, die anderen Punkte können vielleicht etwas umständlicher sein, als sich eine Tablette einzuschmeißen.
Aber am Ende geht es doch darum, dass es dir gut geht und dass es deinem Kind gut geht. Ich bin mir sicher, dass du die richtige Lösung für dich findest und dass du dann auf Dauer auch viel besser schlafen kannst mit deinem Baby im Bauch, damit ihr eine schöne Schwangerschaft erleben könnt. Jetzt weißt du, was du gegen die Schlaflosigkeit machen kannst. Ich bin mir sicher, dass du noch viel mehr wissen willst, wie du deine Schwangerschaft genießen kannst. Deswegen gebe ich dir den Tipp, abonniere meinen Kanal und aktiviere das Glöckchen. YouTube sagt dir dann Bescheid, wann das nächste Video von mir rauskommt. Hat dir das Video gefallen, dann denke mal auch an den Daumen nach oben. Erstmal findest du meine Videos besser und zweitens freut es mich natürlich, wenn ich ein Feedback von dir bekomme. Möchtest du mich besser kennenlernen? Ich bin auf Facebook und ich bin auf Instagram. Hier zeige ich sehr viele private Einblicke, wie ich lebe, was ich mache und was du dir von mir abschauen kannst. Wenn du Schwangere kennst, die auch an Schlaflosigkeit leiden oder sie es dir vielleicht noch gar nicht erzählt haben, dann denk dran, dass du mein Video teilst. Sehr viele schreiben mich an und sagen mir, ich bin so dankbar, dass meine Freundin, meine Bekannte, mein Familienmitglied mir deinen Kanal gezeigt haben. Und ich werde ihr immer dankbar sein, denn jetzt weiß ich, wie ich meine Schwangerschaft genießen kann und was ich danach machen kann, damit ich wirklich wieder einen richtig tollen Körper habe. Jetzt bin ich mir aber sicher, dass wir beide uns im nächsten Video wiedersehen und darauf freue ich mich. Tschüss, sagt Maike Droste.